Hallo und herzlich willkommen bei Puma Daily. Ja, es ist ein Jahr rum und es ist wieder Pützchens Marktzeit. Das heißt für uns, wir sind wieder vor Ort und berichten täglich hier von Pützchens Markt. Die 652. Ausgabe und Jana und Micha, wir sind wieder da. Genau, auch von mir natürlich herzlich willkommen. Und heute geht's direkt schon actionreich los, oder? Ganz genau, denn hier beim 652. Pützchens Markt gibt es sage und schreibe 9 Neuheiten und die wollen wir heute testen, ne? Ja, wahrscheinlich nicht alle davon. Wir wissen ja beide, dass wir nicht ganz so mutig sind und unsere Mägen nicht ganz so stabil. Aber ich denke mal, das ein oder andere Actionreiche werden wir auch schon testen können, falls der TÜV schon durch ist. Aber ich bin da mal sehr zuversichtlich und freue mich auf jeden Fall auf den Tag heute. Wir haben die Jungs vom TÜV heute schon gesehen. Sie sind also aktiv hier einen Tag vor dem großen Startschuss. Wird hier noch ordentlich gewerkelt und getestet. Die Schausteller bauen auf, der TÜV testet, ja, und wir dürfen ganz legendär jedes Jahr einen Tag vorher, bevor es richtig losgeht, die Fahrgeschäfte testen. Das machen wir heute und ja, mal schauen, auf wie viele wir draufkommen und jetzt legen wir los, würde ich sagen. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem Hawaii Swing und ich muss sagen, das bin ich als Kind schon gefahren. Ich bin mal gespannt, ob ich das immer noch so gut vertrage wie vorher. Ja, es ist also so eine klassische Raupe eigentlich. Früher nannte sich das dann irgendwie Schlange und Raupe und weiß ich nicht. Ohne Verdeck. Ohne Verdeck, genau. Da wurde dann geknutscht. Wir machen es heute ohne Verdeck. Also nicht das Knutschen. Nur das, oh Gott, lass uns machen. Also Hawaii Swing, los geht's. Jetzt weiß ich, warum das Ding Hawaii Swing heißt. Super. Also das Ding heißt Hawaii Swing, weil es ziemlich Hawaii swingt. So, oh, ich freue mich. Wird super, glaube ich. Ich habe Angst. Ja, aber das ist ganz harmlos, glaube ich. Es fährt auch vorwärts. Normalerweise fahren die Dinger ja rückwärts. Also jeder siebte. Ja, hier hoffentlich nicht. Noch fährt es relativ langsam. Noch finden wir es relativ gut. Jetzt geht es schneller. Jetzt haben wir Spaß. Und jetzt weißt du auch, warum das Ding Swing heißt. Weil die diese Gondeln jetzt hin und her wedeln. Hammer. Was ich für oder Kamera machen, das schwierig wird. Uni, du schaffst das. Also gegen so eine normale. Wow. Normale Da Raum, wird noch mal ein bisschen. Sehr, sehr geil. Ich fand's super. Ja, auf jeden das Fall. Das war richtig genial. Das hat total Spaß gemacht. Es sieht eigentlich total harmlos aus, aber dadurch, dass die Gondeln sich hin und her bewegen, ist das richtig cool. Ja, also aber ich habe einen Drehwurm. Ich habe einen absoluten Drehwurm, aber es ist richtig cool. Ja. Es macht super Spaß. Gegen eine normale Raupe, die einfach in der Bahn hängt, schwingst du halt hin und her. Ja, und sehr das cool. Ist, das ist super. Also unbedingt Hawaii Swing. Oh mein Gott. Jetzt regt es auch. Gut, dass wir im Trockenen sitzen. Ich wusste, dass dieser Fahrgeschäftetest 2019 ein legendärer Wert sind. Letztes Jahr hat mich diese Kollegin ja schon geschockt und erzählt, dass sie noch nie in ihrem Leben gerutscht ist. Wir sind dann auf die Eurutsche und ich habe mir mal gezeigt, wie man rutscht. Heute sagt sie ganz beiläufig, dass sie noch nie Autoscooter gefahren ist. Noch nie selber. Sie ist noch nie Autoscooter gefahren. Und deswegen haben wir gesagt, dieser Fahrgeschäftetest wird legendär, also werden wir dieses Jahr das erste Mal mit der Kollegin Autoscooter fahren. Autoscooter. Da hinten, guck mal, gespannt. Das ist der Verkaufsstand. Da gehen wir als erstes hin, weil da gibt es diese Chips. Hallo. Hallo. Wir hätten gerne für die Kollegin, die noch nie in ihrem Leben Autoscooter selbst gefahren ist, einen Fahrschiff. Ein Fahrschiff zum Testen. Okay. Dankeschön. Genau. Signal geht's los. So, du darfst jetzt eins aussuchen. Das sind ja alle für uns. Die Nummer 17 in Blau. Die Nummer 17 in Blau. Mensch, was haben wir Glück, die steht genau vor uns. Ja. Das ist ein Lenkrad. Danke. Da unten ist das Gaspedal. Und Autofahren kann ich übrigens ist das schon. Ist eigentlich alles mit dem Autofahren, das ist der Chip. Was ist anschnallen das? Erstmal. Das ist, glaube ich, das Gaspedal. Mhm. Okay. Also erstmal anschnallen. Mhm. Ja, ich würde sagen, rein. Hier rein? Ja. Geht das? Ja, fährst du rein. Ganz fest rein. Brech mir nur Nagel ab. So, ist drin. Großartig. Klappt. Schulternicken nicht vergessen. Sicher. Hast du die Spiegel eingestellt? Warte mal, das mit einer Hand. Ich habe mal gehört, das ist so cool, weißt du? Ja, ja. Klar. Was soll ich jetzt hier? Also, los geht's. Hier treten? Ja. Oh. Ich hab Angst. Du musst es durchgängig fahren. Oh mein Gott. So, also guck mal. Das ist voll schnell. Ja, also wir fahren jetzt mal. Du musst. Doch, rückwärts geht auch. Indem man das Lenkrad einmal komplett rumdreht. Teste. Und jetzt fährst du rückwärts. Oh mein Gott, das ist so faszinierend. Es ruckelt ein bisschen über so einer alten Kupplung. Ja, die Kupplung langsam kommen lassen. Ganz langsam. Boah.
Hallo. Guck mal. Ich nehme... Was für dich? Das erste Mal? Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Es sieht einfacher aus, als es ist. Ja, es hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin nicht so talentiert. Aber Übung macht den Meister. Und ich habe ja jetzt einige Tage Zeit, um es zu lernen. Also Autoscooter kann auch total lustig sein. Besonders, wenn man es das erste Mal macht. Wir haben jetzt nochmal Karl-Heinz Kipp von der ganz bekannten Kipp-Familie. Ja, ihr hört ja zu den Schaustellern und Pützens Markt immer dazu, ne? Ich wollte gerade sagen, Kipp ist eigentlich eine große, wie Bart auch eine große Familie in Bonn, eigentlich bekannt. Ja, Autoscooter, Kinderkarussell, Mini-Autoscooter. Hier stehen wir mit Mini-Autoscooter und unserem Autoscooter Camaro C1. Eigentlich so der Klassiker, ne? Immer noch das Kultkarussell. Also ist schon ein Klassiker. Du hast mir eben gesagt, hier die Lichtbeleuchtung, das machst du alles selber? Das hast du alles selbst programmiert? Ja, hat alles mit ein paar Scheinwerfern angefangen und dann geht das immer weiter. Ne? Dann programmiert man, dann geht man auf einmal nachts raus, denkt sich, ah, da hat man noch mal eine Idee, das kann man noch mit reinnehmen. Also ist viel Zeug, was man alles selber macht. Eigentlich machen wir alles selber. Eigentlich hätten wir gerne den Breakdancer getestet, ist aber leider gerade schon alles fertig, alles schon dunkel. Aber wenigstens mal reinsetzen, das tun wir. Ja, dann wo bist du? Schade. Ich wäre es gerne gefahren. Du auch, ne? Ja. Ey, geil, es bewegt sich trotzdem. Großartig. Okay, also wir stellen uns jetzt einfach vor, es würde fahren. Ja. Wir hätten es gerne getestet, aber leider ist halt alles schon fertig. Irgendwann müssen die Schausteller auch mal Pause machen, denn morgen geht es richtig los. Aber wir tun jetzt so, als ob. Ja, okay. Fühlst du die Musik? Oh ja. Der Beat? Ja, genau. Und das Licht? Oh ja, oh ja, sehr cool. Und jetzt bewegt er sich. Ja. Rechts. Okay, in real ist es wahrscheinlich viel besser. Ja. Testet es einfach selbst. Hier haben wir jetzt ein Fahrgeschäft, was ich letztes Jahr schon auf dem Oktoberfest gesehen habe. Ist und ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr auf Pützens Markt ist. Nämlich eine der weiteren Neuheiten, 9 Stück sind es an der Zahl, ist diese wunderschöne Alpencoaster-Achterbahn. Genau. Ohne Loopings. Genau, es ist nämlich eine Familienachterbahn, was natürlich auch super schön ist, nach den ganzen schnellen und sich drehenden und überschlagenden Sachen. Mal was für die ganze Familie. Genau, also klassische Berg- und Talfahrt und ja, das machen wir jetzt. Genau, los geht's. Was das Oktoberfest kann, kann Pützens Markt schon lange. Natürlich, auf jeden Fall. So, bitte während der Fahrt, der gesamten Fahrt sitzen bleiben. Natürlich. Alles andere kann ich auch nicht mehr, der Bügel sitzt. Ja, tatsächlich. Oh, es geht auf jeden Fall schon mal steil hoch. Ich finde, diese Auffahrt erinnert ein bisschen an die wilde Maus, oder? Ja, aber höher, viel höher. Deutlich, deutlich höher, aber... Man hat sicher einen schönen Blick da oben. Einmal über den kompletten das Markt. Super schön. Sehr schön. Eine tolle Blick. Ja, das war eine kleine Bodenschwelle. Ja, aber eine darauf kleine war ich nicht drauf vorbereitet. Wenn du jetzt schreist, dann würde ich das verstehen, weil jetzt geht es oh mein Gott. Hatte ich gesagt, es sei, hast du gesagt, es ist eine Familie? Das ist sehr geil. Nicht schlecht. Sehr geil. Wow. Geht jetzt wieder abwärts. Ja, sehr geil. Schmeckt. Sehr geil. Richtig gut. Das ist richtig cool. Ja. Das ist richtig cool. Oh mein Gott. Kurve. Okay, ich stehe. Ich stehe komplett. Sehr cool. Hammer. Sehr geil. Sehr, Hammer. Sehr, sehr stark. Richtig gut. Ja. Sehr geil. Sehr. Na, machen wir gleich, oder? Das war richtig gut. Also ich würde sagen, das hat sich gelohnt, vom Oktoberfest hier nach Pützens Markt zu kommen. Oh ja, auf jeden Fall. Eine der Neuheiten, die man auf jeden Fall fahren sollte. Super. Das war richtig gut. Also, schneller als man denkt. Absolut. Aber Daumen nach oben. Ja. Sehr geil. Abfahrten sehr geil. Kurven sehr geil. Nochmal, oder? Ja. So, zwischen dem Fahrgeschäftentest haben wir natürlich jetzt auch den Mann, ja, ohne den Pützens Markt hier wahrscheinlich überhaupt nicht stehen würde. Herr Borchert ist natürlich auch wieder mit am Start als Marktleiter. Herr Borchert, ein Jahr lang, was haben Sie das letzte Jahr gemacht ohne Pützens Markt?
Ja, ohne Pützchenmarkt geht überhaupt nicht. Nach Pützchenmarkt ist vor Pützchenmarkt. Bei uns ist das so, dass am Ende September, also in dem Monat, wo Pützchenmarkt stattfindet, schon Bewerbungsschluss ist für nächstes Jahr. Jetzt parallel zur Pützchentrudel bei uns schon die Bewerbung ein für nächstes Jahr. Die schaue ich mir schon an. Und in meinem Kopf überlege ich jetzt schon, was kannst du nächstes Jahr ändern, welche Fahrgeschäfte kommen, sollen wiederkommen oder wo will man einen Austausch haben. Pützchen ist eigentlich immer. Dann haben Sie ja eigentlich richtig gearbeitet, positiv im Sinne der vielen, die hier erwartet werden. 1 Million sind es, die werden kommen und die dürfen sich nämlich auf neue Fahrgeschäfte freuen, ne? Genau, das ist auch wieder ein kleiner Rekord. Genau, so viel Austauschquote hatten wir noch nie. Wir sind ja immer bestrebt, auch mal zu tauschen, dass nicht immer das gleiche Bild ist, dass die Leute auch immer wieder mal was Neues sehen. Dazu fahre ich dann auch im ganzen Jahr auf andere Veranstaltungen rum. War vor 14 Tagen erst noch in Hamburg, auf dem Hamburger Dom habe ich da umgeschaut. Und dann lernt man auch andere Geschäfte kennen, die hier in der Region nicht so präsent sind. Und dieses Jahr sage und schreibe 9 Fahrgeschäfte. Es gibt noch andere Austauschgeschäfte, Laufgeschäfte und Imbissbetriebe, wo wir auch einen Austausch hatten. Aber Fahrgeschäfte 9, das ist schon viel. Auf welche sind Sie besonders stolz, dass Sie es nach Pützchen geholt haben? Auch stolz, alle sind schön. Jeder ist anders und jedes Fahrgeschäft hat seine Zielgruppe. Und ich freue mich auf alle. Was ich auf jeden Fall ausprobieren werde, wo ich noch nicht mitgefahren bin, ist unsere neue Geisterbahn, Schocker. Die soll sehr gut sein, hat man mir gesagt. Ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Wir sind jetzt bei einer der Neuheiten bei Pützchens Markt, Schocker. Eine Geisterbahn der besonderen Art, wie wir gerade erfahren haben. Das ist nicht einfach nur eine ganz normale Geisterbahn, nein, es ist eine wirklich schockierende Geisterbahn. Es gibt 10 Szenenbereiche und es soll sehr, sehr real sein. Freust du dich? Nein, weil ich werde nämlich nicht mitgehen. Wie jetzt? Nein, ganz sicher nicht. Ich fahre alles, über Kopf, drehen, ist mir vollkommen egal. Aber und so ein bisschen Grusel aus der Kiste hier ist... Nee. Da musst du leider alleine drauf. Uni, würdest du denn mitkommen? Ja? Yay! Sehr gut. Dann hast du ja einen Freiwilligen gefunden. Auf geht's! Ich meine, hier muss mal aufgeräumt werden. Das sieht ja, hier sieht's ja aus. Hör mal, ihr müsst mal putzen! So, schauen wir mal. Ach, guck mal, Käfige gibt's. Danke. So, Uni, wir gehen jetzt rein. Gut, dann legen wir jetzt los. Uni, freust du dich? Ja, ungemein. Ich bin ja schon lange nicht mehr Geisterbahn gefahren, beziehungsweise nicht auf dem Gastsitz. Ach, du standst bisher immer drin? Danke. Los geht's. So, wir sitzen also in der Gondel. Das ist also eins der Highlights dieses Jahr. Völlig neu. Okay, erster Raum. Es ist dunkel. Eieieiei. Oh nee, guck mal. Du hast ja die Jana gewesen. Ach nee, doch nicht. Ich bin das Monster, Baby. Oh. Oh, Vorsicht, Geisterfahrer, das ist sehr schön. Oh, der rammt uns doch fast. Eieieiei. Ja, also, ich finde diese Schockermomente, die letzten, wenn es kurz vorher was an die Kiste knallt, das ist schon die Momente, wo man dann zusammenzuckt. Ja, vor allem, da ist echt tierisch laut da drin. Ne? Also. Ständig schlägt irgendwas gegen den Käfig, ständig hat man irgendwas am Ohr, dann kommt von der Seite noch so ein bisschen Nebel bei, der auch echt eklig warm ist. Also ist nicht angenehm. Ach, ich dachte, das wärst du gewesen. Nein, das bei dem Nebel. Na gut. Ja, ich bin gerne mit dir in die Geisterbahn gegangen. Ich fand's großartig. Jan, du hast wirklich was verpasst. Schade. Das war's auch schon wieder mit unserem Fahrgeschäftetest. Wir sind soweit durch. Ja, und es ist alles drin geblieben dieses Jahr. Toll. Gott sei Dank. Ich freue mich sehr. Also ich habe gesehen, es gibt viele Neuerungen. Ein paar davon konnten wir euch heute vorstellen. Und morgen geht's richtig los. Dann könnt ihr auch testen und selber fahren. Wir können euch das nur ans Herz legen. Wärmstens natürlich. Apropos Wetter. Mal gucken, ob es mitspielt. Wir werden sehen. Wir hoffen natürlich. Ne? Ich glaube, morgen soll es ganz gut sein. Also soweit ich weiß, ist morgen strahlender Sonnenschein angesagt. 21 Grad ist eigentlich perfektes Pützchens Marktwetter und morgen wartet ganz, ganz viel Programm auf uns alle. Genau, es geht los nämlich mit dem Festumzug. Traditionell zeigen dann ja die Schausteller hier, was für Traktoren sie sonst im Garage stehen haben. Dann wird hier ja, der Festumzug den Startschuss geben. Danach geht es ins Festzelt und da werden wir auch diese junge Dame nicht nur vor der Kamera sehen, beziehungsweise vor der Bühne sehen, sondern tatsächlich auch darauf.
Genau, denn die Zaubertrickser treten auf, aber dazu morgen mehr. Und natürlich der traditionelle Fassanstich durch den Oberbürgermeister. Und danach sind noch die Paveier auf der Bühne, also auch für kölsche Musik ist gesorgt. Ganz genau. Ich bin gespannt, ob der OB diesmal wieder nur einen Schlag braucht. Wir werden das auf jeden Fall ganz genau beobachten. Er ist mittlerweile ja Profi. Absolut, genau. Also wir freuen uns. Morgen geht's los. Bützensmarkt und dann sind wir mit Pümer Daily wieder da und wir freuen uns. Na? Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.